Erziehung von Kindern bzw. Pflege von Angehörigen ist ein sehr wichtiges Thema. Das kriegen wir im Betrieb sehr oft mit. Das ist auch der häufigste Grund, warum Arbeitszeit eigentlich reduziert wird. Und ich finde das wirklich wichtig, dass man das Thema angeht, zumal der Wirtschaft jetzt sehr, sehr gut geht. Und ich finde, der Arbeitgeber hat eine gesellschaftliche Verantwortung gegenüber den Beschäftigten. Ich zitiere mal den Herrn Kirchhoff, der gesagt hat, in erster Linie bestimmt der Kunde, ob die Arbeitnehmer im Betrieb sind oder nicht. Das mag auf Sicht der Arbeitgeber ja nachvollziehbar sein. Aber aus Sicht der Arbeitnehmer sind für uns die Kinder und Familienangehörige, wenn sie dann Pflege bzw. Betreuung bedürfen, genauso wichtig. Mit einem ebenso, wenn nicht höheren Stellenwert. Die Arbeitszeit ist immer Gewerkschaftsthema gewesen. Von daher ist es wichtig, dass man das über Tarifverträge regelt. Denn wir wollen nicht arbeiten bis zum Umfallen, sondern wir arbeiten, um zu leben und nicht wir leben, um zu arbeiten.